Letztlich hat jeder ein Auto. Und wenn zum Schluss wir alle nur noch mit Autos demonstrieren, der Wieselski die Bahn lahmlegt und die Bauern mit den Traktoren die Zugänge versperren, dann kriegen wir irgendwann richtig ein Problem. Und ich glaube, das kann nicht sein. Also ich glaube nicht, dass der bevorzugt streiken und demonstrieren und sich durchsetzen kann, der das mit schwerem Gerät machen kann, das andere Menschen gar nicht ohne weiteres haben. Oder wenn wir es alle mit Autos machen, dann kommt da was ins Rutschen.